This is the end, my only friend, the end. Wir haben jetzt 2 Tage Datenspuren erlebt und jetzt ist auch schon langsam Zeit, wieder abzubauen. Wir müssen jetzt aus dem Saal raus, Leute, schnell. Nee. Wir haben noch ein bisschen Zeit und bei mir ist jetzt hier Kurt vom Orga-Team, um uns noch ein bisschen mal zusammenzufassen, was hier so alles passiert ist. Herzlich willkommen, Kurt. Ja. Am Anfang haben wir uns schon kurz gehört, jetzt hören wir uns auch noch mal kurz. Ich will es auch kurz halten. Genau, 3 Tage Veranstaltung sind vorbei. Am Freitag geht es los hier mit den Litas, 16 Uhr, ordentlich knapp. Und dann, ja, jetzt ist hier gleich zu Ende. Wir hatten viel Inhalt. Es hat hier viel Kommunikation stattgefunden. Leute haben sich unterhalten, neue Kontakte geknüpft und es gab auch viel Flausch im Sinne von, es war sehr gemütlich, bunte Lampen, gemütliche Stimmung. Es hat viel Spaß gemacht. Das Hygienekonzept jetzt hier in diesen Corona-Zeiten, das hat erstaunlich gut funktioniert. Wir hatten keine Probleme am Einlass mit Diskussionen oder so. Hier drinnen immer Maske getragen. Super, dafür ganz herzlichen Dank, dass das so gut funktioniert hat. Also, ja, dann gehen jetzt hier die ganzen Danksagungen los. Ich möchte danken dem ganzen Orga-Team, die so im Hintergrund im letzten Jahr hier die Datenspuren dann vorbereitet haben, dass die so geworden sind, wie sie geworden sind. Unter anderem da also dem Chaos Computer Club Dresden und den Libertären Tagen, die die Veranstaltung so ein bisschen hybridmäßig hier immer zusammen machen und sich hier die Räume dann teilen. Genau, für den Beitrag zum Gelingen dieses Events. Da darf mal ganz herzlich geklatscht werden. Ja. Ja. Möglich wird das natürlich auch immer durch das ganze Engagement von den ganzen Speakerinnen und Workshopleiterinnen. Es gab ja hier die ganzen Vorträge im Saal, in dem kleinen Saal gab es Vorträge, es gab Filme draußen. Waren Bastelaktionen mit Kindern, es waren Plakatgestaltungsaktionen, es waren ja, super viel los. Es gab hier Minecraft wieder zum Spielen. Dafür also einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier so viel Zeit investiert habt. Vorbereitungen, Betreuung, also Aufräumen und so weiter. Ja. Dann natürlich auch ganz herzlichen Dank hier an das VOG, was vor allem auch in Zeiten von Corona natürlich großartig ist, dass hier die ganzen Vorträge gestreamt werden können, dass Leute an diesem Content sehen können, teilnehmen können, ohne hier vor Ort sein zu müssen. Also für Aufzeichnung, Stream, Ton und Bild hier auf der Bühne ganz, ganz herzlichen Dank. Genau. Und dann möchte ich betonen, dass es das VOG schon geschafft hat, alle Vorträge, die aufgenommen wurden, hier zu releasen, bis auf den letzten Vortrag hier vom Hongi. Da reichte jetzt die Zeit einfach noch nicht. Also krass. Gut. Dann herzlichen Dank an den Einlass und den Infodesk, die da die ganze Zeit gesessen haben, Leute kontrolliert haben oder T-Shirts verkauft haben. Dafür auch einen ganz herzlichen Dank. Ja. Genau, ich lasse jetzt jedes Mal klatschen. Dann auch herzlichen Dank an die freundliche Bar, schön, die hier immer mit Getränken für gute Laune gesorgt haben, leckeren Chungslush kredenzt haben. Und ich glaube, das hat hier sehr gut geholfen, dass das hier wirklich eine schöne Veranstaltung wird. So, genau. Und den letzten Applaus fassen wir ein bisschen zusammen, dann wird das wieder kräftiger, genau. Dann auch einen ganz herzlichen Dank an den Black VOG für ihr exzellentes Essen hier draußen. Das war wirklich super. Dann an alle helfenden Hände, die hier, wenn man mal was jemanden brauchte, die irgendwie was tut, dann Dinge übernommen haben. Das ist ganz großartig, nur so funktionieren solche Veranstaltungen. Also da einen ganz, ganz großen Applaus mal bitte dafür. Genau. Dank geht dann auch nochmal an Musik und Deko gestern Abend, an Systemabsturz, an das C3D2 Orchester, an Zementmicher, an XOR und an Endlich Licht, die hier die tolle Lichtinstallation gemacht haben. Das war schön und super. Und
Als allerletztes natürlich auch ein Dank an das Zentralwerk, die hier uns großartig unterstützt haben beim Verkabeln, wenn man mal irgendwie was brauchte, wenn der Strom mal kurz weg war oder. Immer jemand da, also da auch einen ganz, ganz herzlichen Dank für die schöne Zusammenarbeit. Genau, und als letztes, nee, vorletztes, technische Infrastruktur. Wir haben ja auch einen Big Blue Button gehabt, ein Workadventure und unser Pre-Talk-System. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und da dürft ihr euch jetzt alle mal selber beklatschen an alle Besucherinnen und Besucher, die hier die Räumlichkeiten während der Veranstaltung mit Leben und Ideen gefüllt haben, weil ohne die würde es auch nicht funktionieren bzw. keinen Sinn ergeben. Ja. Genau. Jo, über 3 Tage haben wir hier also alle miteinander gelebt, alle für alle und alles allen. Und das ist immer sehr, sehr schön, sehr inspirativ, zumindest für mich. Hier sprießen Ideen, nette Gespräche, immer wieder neue Themen, die interessieren. Ja, also dafür, das freut mich immer. Und da freue ich mich auch schon wieder drauf, im nächsten Jahr, 3. September-Wochenende, Datenspuren, vermutlich wieder hier. So, und damit bin ich schon am Ende. Jetzt würde ich noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Und zwar brauchen wir zum Abbauen noch ein paar Helferinnen und Helfer. Und zwar müssen die Stühle hier im großen Saal, da habt ihr so Lehnstühle und dann gibt es nochmal die festen Stühle ohne Lehne, in 12er Stapeln, einfach am besten an die Seite hier einmal stapeln. Das wäre super, dann können die gleich weggefahren werden. Getränke, wenn ihr habt, aber da habe ich gar nicht so viele Flaschen gesehen, können in den Kasten gestellt werden. Da haben wir hier gleich einen. Klappstühle, die es gibt. Da hinten sind Rollwagen, stelle ich gleich einen hin. Dort einfach drauf tun, bitte. Wenn noch Leute helfen können, wäre das auch super. Das Podest muss noch abgebaut werden. Da bräuchten wir dann also auch noch ein paar Leute, wenn ihr also irgendwie noch mal was an der Bar trinkt und so in der 10 Minuten, Viertelstunde bereit wärt, hier dann noch mal ein bisschen mit anzufassen, das wäre gut. Genau, im kleinen Saal bräuchten wir auch noch mal so 2, 3 Leute, die irgendwie die Holzstühle kurz an die Wand stellen. Wer da schon war, weiß, wo es ist. Ich gehe dann irgendwie rum, ansonsten sprecht mich einfach an, dann kann ich hier sagen, was noch wie zu tun ist. Und dann ja, guten Heimweg und bis zum nächsten Jahr. Good.